ich nicht sehen will, dann, wir haben da lange herum experimentiert, das ist die beste Lösung, geschwärzte Schwimmbrillen. Ja. Schau einmal, ob es wirklich so ist. Stimmt das? Kann man irgendwas erkennen? Moment, ich werde gleich schauen. Komplett schwarz, ja. Warte. Ja. So. Schon. Vielen Dank. Ja. Und diese Brillen, die werden wir am Ende herschenken, genauso wie dieses Board und den Stift, alles wird hergeschenkt am Ende. So, Herz, kommst du mit? Hierher. So. Dankeschön. Ich werde auch keinen Zuschauer aussuchen. Wir lassen das immer die Zuschauer selbst bestimmen. Hallo? Könnten Sie bitte irgendeinen Zuschauer hier auswählen in den ersten Reihen? Bitte sagen nicht Sie sagen, nichts. Auf einen hinzeigen. Und nichts sagen. Ja, perfekt. Ah, ein Mann. Bitte nehmen Sie dieses Board. Gut, danke. Anka möchte Ihr Sternzeichen erraten. Füllen Sie das aus, zeigen Sie es aber noch niemanden, auch nicht der Kamera. Ja, also. In der Zwischenzeit möchte ich den Herrn beschreiben. Er ist ungefähr 55 Jahre alt. Er trägt ein graues Hemd und schwarze Jeans, ja. Interessant, gut. Und er trägt auch Brillen. Wunderbar, danke schön. Richtig, bravo. Ja. Und verrat uns das Sternzeichen. Sicher. Ein Krebs, geboren im Juli, Anfang Juli, am 6. Juli 1963. Wunderbar. Übrigens, das war ein Samstag. Gut. Das stimmt das? Stimmt es? Sagen Sie nichts. Sagen Sie nichts. Also nichts sagen, okay. Denken Sie nur an Ihren Namen. Gut, danke. Schreiben Sie es ganz groß in Ihren Gedanken auf. Ein G. Gerhard. Heißen Sie Gerhard? Ja. Dann gehört das alles Ihnen. Vielen Dank fürs Mitmachen. Dankeschön. Cool. Für Barbara? Das ist ja ein Wahnsinn, Herst. Ja. Dann Sie kann dürfen man diese behalten. Ich darf behalten. Ja, also so, ich wollte ein Souvenir von uns bitte aufbewahren. Diese Brillen sind in ein paar Jahren garantiert nichts wert. Danke, Luca. Danke, Anka. Ich bin ganz begeistert. Kann da irgendwas drinnen sein, was man... Garantiert nichts, sonst würden wir die $1 Million schulden. Nein, nein, nein. Bitte nehmt Platz, vielen Dank. Dankeschön. Das gibt nichts. Gibt man nichts? Nada.